Welcher ist heute 19, ne? Ja. Tag, heute ist der... Hast wieder Hunger, aber du hast immer Hunger. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Gestern nach der Arbeit waren wir essen im Paparazzi. Im Paparazzi, dem besten Italiener nördlich vom Äquator. Unbedingt hingehen, wenn ich auf der Insel sein sollte und sagen, was hier von mir kommt. Und wenn ich heute von der Arbeit komme, gehen wir wahrscheinlich um den Wolgasee. Bisschen chillen und abends kann ich mich vielleicht mal in die Blogs setzen, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Also schon wichtig für mich, aber wenn meine Schwester hier ist, ist das natürlich zweitrangig. Tag, heute ist Samstag, der 19.03.2016 und ich habe jetzt Feierabend und jetzt gehen wir mit dem Hund raus an den Strand. Lässt sich ganz schön täuschen. War ein bisschen trübe, aber die Sonne scheint. Aber der Wind ist doch schon noch ganz schön eisig, wäre übertrieben, aber schon sehr frisch. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hinter mir sehen kann, aber sieht schon ganz schön aus. Mal, wenn man sich umdreht und Richtung Sonnenuntergang guckt, sieht es anders aus. Wieder zurück nach Hause, wieder ein sehr kurzes Vlog wie die letzten drei Tage. Okay, die 8 Uhr Schicht bis 16.30 Uhr ist natürlich ungünstig zum Vloggen. Kann ich vormittags nicht vloggen, aber dafür kann ich nachmittags vloggen. Nur ist dann meine Schwester da und dann haben wir nicht viel Zeit und gestern zum Beispiel Essen fahren. Und dann kann ich auch nicht ständig sagen, halt mal hier nochmal an und dann da nochmal hin und jetzt fahren wir nochmal vor und nochmal zurück und das ist halt auch doof. Für mich an den Tagen dann lieber meine Schwester konzentrieren und nicht irgendwie, naja, ihr versteht jetzt schon. Ganz nett gemacht von außen, schön geworden.
dem Strandspaziergang gab es was Warmes zu essen und ein Gläschen Schlabberwasser. Ich habe das Glas nicht mehr geschafft auszutrinken und ich hatte Bettschwere erreicht. Und dann wurde ich unsanft geweckt, weil der Hund ja nochmal raus musste. Und ja, das war's mit dem Thema Vlog schneiden. Ich hänge also immer noch hinterher. Nein, ist nicht so schlimm. Aber jetzt gehe ich duschen, da habe ich eh gleich wieder Bettschwere erreicht. Und von daher beende ich diese Vlog jetzt hier. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen. Tschüss. Komplett voll. Und das Schönste ist, der Kofferraum ist leer. Nach dem Strand. Also, ein Trinken nur ein. Nein.